boss, man. It's lucky I'm trying to keep out of trouble. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will? Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Sie haben doch keine Angst. Ruhig, Mädchen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenster und gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, Co-Leiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner berauschenden Geliebten. Komm schon! Bewegung, na los! Oh. Weiter! Gut so. Sollen wir? Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Oh je. Vielleicht warte ich hier, während Sie diesem verstörenden Gelächter auf den Grund gehen, das mich überhaupt nicht beunruhigt.
Lass mich los, du Kuh! Reizend. Jetzt sagt mir, was ihr bei dem Haus gemacht habt. Was geht dich das an? Raus damit. Schon gut, schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Welcher Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Thank you, darling. Hier ist ein Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hier. Aha. So funktioniert der Spuk. Spannend. Verschwindet aus meinem Haus! Zurück, Mr. Dickens! Mein Gott. Im Geiste habe ich's getan! Niemand hat Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib. Endlich. Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich's immer noch kann. Ich habe alles für den täglichen Bedarf. Vorwärts, Mädchen. Ganz genau. Komm schon! Schneller! Ja! Schneller! Na los! Bewegung! Komm schon! Ja! Komm schon! Sehr gut. Papa's all super, stop to that.
Jacob, Darling. Trinken Sie mit? Auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Also, womit könnte ich Starricks Bauern vor die Tür locken? Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Come on.
um alles in der Welt. Musste herkommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Stark. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Stark und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Es wird langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. Oh nein, armer Tropf, hätte besser aufpassen sollen. Jetzt spuck es aus. Was ist denn hier?
wüsste, dass ich zum Orden gehöre und wolle mich umbringen. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet. Ist das nicht köstlich? Es ist widerlich. Es ist ein Geschäft, Vetter. Sieh es im Zusammenhang. Schau nicht so finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Die Tür klemmt. Schon wieder? Dann drück halt, Schwester. Packt ihn! Schafft ihn weg! Hier ist er hergekommen! Sachte!